Hallo zusammen, ich bin der Markus. Das ist das zweite und oder eigentlich dritte Video zum Thema Camping-Einbau im Tesla. Ich habe euch schon meinen Kofferraumauszug gezeigt. Dazu gibt es zwei Videos. Einmal so ein Überblicksvideo und ein Detailvideo, damit ihr das Ding nachbauen könnt mit allen Maßen. Und jetzt zeige ich euch noch den Einbau im Innenraum. Also die Rückbank kommt raus, dort kommt ein Brett rein. Und auch hier war mir ganz wichtig, wie auch beim Kofferraum-Einbau, nichts bohren, keine neuen Löcher, alles was vorhanden ist, wird genutzt. Und wie das genau aussieht, das zeige ich euch. Der Tesla steht da, er lädt gerade über den GoE-Charger. Hier zwischen hängt ein Zähler, damit ich nochmal genau gucken kann, wie viel im Tesla ankommt und wie viel berechnet wird. Und da ist eine CEE 16 Ampere rot. So viel dazu. So, ich zeige euch, wie die Rückbank ausgebaut wird. Dazu gibt es ganz viele Videos. Es ist ja auch ganz simpel. Es geht werkzeuglos. Und dann zeige ich euch, was ich da für ein Brett gebastelt habe und wie das da eingebaut wird und was dazu nötig ist. Das Ganze dauert, also der Kofferraumauszug, der ist ja innerhalb von 3 Minuten drin, sage ich jetzt mal. Also mit Aufschließen, Holen, Einbauen, Gurte drum. Das Brett dauert vielleicht so ein bisschen länger, 10 Minuten würde ich mal so sagen, wenn man dann die Rückbank auch noch irgendwo hin verstaut, wo es Staub und Wasser geschützt ist und so. Aber es ist relativ simpel und auch ganz einfach nachzubauen. Und dann legen wir mal los. Das Ganze ist nicht so ganz leicht zu zeigen. Hier, also ihr fühlt das, wenn ihr hier lang fasst, ist ein Haken, den könnt ihr händisch zur Seite schieben und die Rückbank löst sich auf der Seite. Und das Ganze gibt es auf der anderen Seite auch noch. Jetzt habe ich ihn da wieder eingerastet. So, zweimal. Dann könnt ihr die, also wichtig ist noch, dass dieses Teil, das muss nämlich dadurch dieses Loch durch, also das darf hier nicht so flach liegen, sondern muss aufgestellt sein. So, und dann könnt ihr diese Rückbank so ein Stück nach vorne ziehen. Das ist natürlich einhändig, wenn man die Kamera hält, nicht ganz so easy, aber es ist möglich. So, und jetzt gibt es hier ein, Moment, wo bin ich? Hier das Kabel von den Sensoren, also sitzt jemand auf dem Sitz, und von der Sitzheizung. Und dieses Kabel ist hier in so einem Stecker drin und kann, also ihr müsst da auf so einen Clip drücken und dann könnt ihr das rausziehen. Und das Ganze gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Dazu gehe ich auf die andere Seite. Da blinkt es schön grün. Da blüht es schön blau und rot. So, und dann lässt sich auch dieser Stecker lösen. Dieses Kabel ist ein bisschen dicker, der Stecker ein bisschen breiter, weil wohl offensichtlich auf diesem Stecker Sitzheizung für 2 Plätze. Also es gibt ja im Tesla hier und da eine Sitzheizung. Und auf der einen Seite ist nur eine, auf der anderen Seite sind 2. So, und das war's schon. Jetzt kann die Bank entnommen werden. Ich schmeiß die mal da oben drauf. So, das, was da drunter zum Vorschein kommt, sieht dann so aus. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was benutze ich, um das Brett zu montieren? Da benutze ich dieses Loch. Also mal für den Überblick. Da ist die Kante. Da ist ein Loch. Und da ist ein Loch. Und was da jetzt reinkommt und wie das verschraubt wird, das zeige ich euch.
Das ist eine M10 60 mm. Dann drei von den Karosseriescheiben. Ein Distanz-Alu-Röhrchen, was auf die Schraube passt. Das ist 28 mm lang. Und so ein Teil. Das gibt es im Bauhaus. Da gibt es so Lagerregale. Und das ist ein Fuß für so ein Lagerregal. Dieses Teil kostet, ich glaube, unter einem Euro tatsächlich. Admiral Grundplatte. So, und das bauen wir jetzt ein. Die Schraube mit einer solchen Platte wird von unten durch dieses Loch gefädelt. Dann kommt eine weitere Platte drauf. Dann das 28 mm Röllchen, eine weitere Platte und dann wird das Ganze hier mit und einem 17er, glaube ich, den ich jetzt hier nicht parat habe, festgezogen. Und dann wird diese Platte da drauf gedreht. So. Und das Ganze auf der anderen Seite genauso. Das mache ich geschwind. Bevor jetzt dieses Brett auf diesen beiden Teilen aufliegt, denkt bitte immer an das Thema Ladungssicherung. Der ADAC macht regelmäßig Tests zu diesem Thema, die erschütternd sind. Also gerade hier im Innenraum sollte alles gut verzurrt sein. Deswegen wird, bevor dieses Brett installiert wird, ein Gurt durchgefädelt. Ich mache das hier unter diesem Träger und hinten durch die Isofix-Halterung. Und dieser Gurt kann dann quasi später die Kisten darauf fixieren, die dann hier stehen werden. So, was ist das jetzt für ein Brett, was da reinkommt? Das ist dieses Brett hier. Das habe ich mir gebaut und zurechtgesägt. Ihr seht, das hat geschwungene Formen und passt sich damit recht gut und ziemlich genau diesen Rundungen an, die hier im Tesla sozusagen gefragt sind. Dieses Brett ist mit Kunstleder bezogen. Wenn ihr da genau hinschaut, dann seht ihr da so kleine Bubbles. Also das ist mit Patex festgemacht und wenn ihr den zu dick auftragt, wird dieses Kunstledermaterial mürbe. Also Patex wird ja auf beiden Seiten aufgetragen, also sowohl auf das Brett als auch auf den Stoff, den ihr da drauf klebt, was auch immer das ist. Dann lasst ihr das trocknen, also der Finger darf nicht mehr kleben bleiben und dann wird es aufeinander gedrückt. Wenn ihr allerdings jetzt diesen Kunstlederbezug sozusagen beschmiert, dann müsst ihr sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr dünn arbeiten, damit das nicht zu lange feucht ist. Und dieser feuchte Kleber, der macht halt dieses Material sehr, sehr weich. Ja? Und wenn ihr dann... Und es ist mir nicht so hundertprozentig gut gelungen. Vielleicht war Patex nicht die richtige Wahl. Vielleicht gibt es noch was anderes. Ich bin auch ehrlich gesagt am Zweifeln, ob ich nochmal Kunstleder nehmen würde. Ich habe halt so gedacht, fürs Campen ist es eigentlich immer scheiße, wenn irgendwas aus Teppich ist, weil ihr da ja unterwegs nicht wirklich die Möglichkeit habt, mal das zu reinigen und dann, ihr kennt das, ja, jeder Staub, jeder Dreck hakt sich ja irgendwie in so einem Teppich fest und dann sieht es relativ schnell sehr, sehr unordentlich aus. Und um das zu vermeiden, habe ich halt gedacht, na, nimmst du Kunstleder, das kannst du mal abwischen. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht wäre so ein Nadelfilz, irgendwas, so ein dünner Teppich die bessere Wahl gewesen. Also wenn ihr dieses Brett einkaufen wollt, es hat eine Tiefe von 65 und die maximale Länge 1,32 Meter. Ihr müsst mir da vertrauen. Also von dieser Spitze bis zu dieser Spitze sind es 1,32. Genau, und dann
sieht das von der Rückseite wie folgt aus. Also, ihr seht eine Lattung. Die obere Latte ist die Latte, die auf den beiden Teilen, die wir vorhin reingeschraubt haben, aufliegt. Und diese anderen enden in solchen Häkchen, die da angeschraubt sind, die wiederum in die Isofix-Halterung eingeklickt werden. Das ist jetzt nicht so stabil und fest, dass das als einzige Ladungssicherung zählen würde, halten würde. Deswegen nochmal mein Appell, benutzt Gurte, damit das alles schön fest ist und ihr bei einem Unfall im sichersten Auto der Welt nicht am Ende durch die Kisten, die in dem Auto umherfliegen, erschlagen werdet. Ja? Sie hätten überlebt, wenn die Ladung gesichert wäre, das will kein Mensch lesen. Also bitte, bitte, bitte denkt an Ladungssicherung. So, und jetzt hake ich dieses Brett dort ein und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und da haben wir es schon geschafft. Das sieht hier jetzt so aus. Die Frage, ob es wirklich so tief sein muss, das ist noch eine, die ich noch testen muss. Also man kann tatsächlich den Sitz jetzt nicht wirklich weit zurücklehnen. Fliegt sogar das Maßband durch die Luft. Heute ist echt viel Wind. Ich hoffe, es ist nicht alles auf dem Ton ganz schlecht. Genau, hier drunter ist jetzt noch Platz. Hier liegt mein Pavillon und mein Heizungsschlauch, für den ich eine neue Verstaumöglichkeit habe. Auf diesem Brett steht in aller Regel meine Kühlbox und die Heizungskiste. Und auf der anderen Seite lasse ich Platz, um noch irgendwie einfach einen Rucksack hinzustellen oder so. Man sollte sein Auto beim Camping nicht so planen, dass alles richtig voll ist. Denn es ist immer gut, noch so ein bisschen Ablagefläche zu haben, wo man mal was zwischen hinstellen kann oder wenn man mal einen größeren Einkauf macht, dass man irgendwo auf jeden Fall noch Platz hat. Ja, sonst wird es ganz schnell sehr unordentlich und man kriegt es auch irgendwie nicht mehr ordentlich gemacht. Genau, jetzt mache ich mal noch die Tür zu, damit ihr seht, wie der Rand an der Tür aussieht. Er lädt noch. Oh, hier ist eine scheiß Fliege drin. Ja, das ist so mittelgut geglückt, würde ich sagen. Aber okay. So, und jetzt besorge ich mal noch eine Eurobox, damit ihr seht, wie das denn jetzt aussieht, wenn das da beladen ist. Also wie viel Platz, damit ihr so ein bisschen so einen Eindruck habt. Eine große habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Das sind jetzt zwei 30-40er, also die zusammen dann 60-40 ergeben, also eine große Eurobox. Und der Sitz ist jetzt relativ weit hinten. Das ist so mein Gemütlichkeitsfahren auf der Autobahn. aber da ist halt jetzt noch Platz. Und hier passen auf jeden Fall auch zwei nebeneinander. Oh, da ist ein Spinnchen in der Kiste. Also es würde notfalls auch so gehen. 40, 30, also 70 cm. Wir sind dann allerdings da auch dicht dran und können auch nicht weiter zurück. So, und von der Höhe, da würde jetzt auch noch eine dritte drauf passen. Und die großen 60-40er Kisten sind ja ein bisschen niedriger. Also drei von den 60-40ern kriegt ihr auf jeden Fall einmal in die Mitte und einmal links oder rechts, macht sechs und auf der anderen Seite dann eben quer noch kleine Kisten. Das würde funktionieren.
So, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Eindruck bekommen und eine Idee davon, wie viel Platz jetzt im Innenraum noch ist. Also wenn wir über den Kofferraumauszug sprechen, kriegen wir ja zwei 40-60 und zwei 40-30 Kisten hin, also zwei große, zwei kleine, in der mittleren Höhe. Und hinten auf die ausgebaute Rücksitzbank würden auf jeden Fall von der mittleren Höhe 6 40-30 passen. Also ihr könnt sie mitnehmen. Es ist natürlich nicht so schrecklich komfortabel. Ihr müsst sie rausnehmen, um dran zu kommen. Aber ja, je nachdem, was ihr und wie ihr transportiert und wie ihr organisiert seid, ist das ja vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht macht ihr auch noch irgendwie einen Schubladeneinbau oder so. Auch das ist denkbar und ich habe auch tatsächlich schon drüber nachgedacht. Zumindest zu einer Seite hin. Mal schauen, was da noch so kommt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, ich habe jetzt mal alle Maße so ein bisschen mit drin und ihr kriegt eine Idee davon. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen, in die Kommentare schreiben und im Infofeld schreibe ich nochmal so die Maße und was so wichtig ist. Und ich sehe, ich muss dringend zum Friseur. Es ist ja echt furchtbar, wie ich aussehe. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video geht um meinen Stauraum für den Heißluftschlauch für die Dachzeltheizung. Das werde ich jetzt auch gleich noch aufzeichnen. Das wird dann demnächst auch erscheinen. Dankeschön, bis bald.